Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. Nach unserer letzten Folge sind wir kaputt gegangen. Leider bevor ich den Test mit der Amphibie zu Ende führen konnte. Aber naja, was soll's. So ist das Spiel eben. Und jetzt bin ich gerade bei Balota im Militärlager und suche mir ein bisschen Zeug zusammen. So, die ist gut, die Optik. Dann nehmen wir die. So, was wir noch brauchen. Ich gehe lieber in ein Zelt. Bevor ich es zeige. Ja, die liegen jetzt hier wieder zuhauf rum. Wir brauchen Munition. Und vor allen Dingen ein wenig mehr Platz. Das heißt, wir brauchen noch einen Rucksack. Ich habe bis jetzt nur hier diese Schultasche. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal gemeinsam durch die Zelte durch. Ihr seht es unten in der Leiste ja schon. So, wie sieht die aus? Ich habe mich wieder für die Magnum entschieden. Weil wo man damit hinschießt, da wächst ja auch irgendwie kein Gras mehr. So. Das heißt, wir suchen also normale 357er Munition, einen grünen Rucksack. Wenn es den gibt. Und hoffen, dass wir das Ganze überleben. 45er Munition brauchen wir nicht. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie die aussieht. Die ist gut, dann packen wir mal schnell um. Da haben wir noch zwei Slots mehr. So, sind auch ein bisschen besser getarnt, mal von den blauen Schulranzen ab. So, dann wollen wir mal schauen. So, da waren wir jetzt überall. Dann gehen wir jetzt erstmal hinten rum. Rucksack. Auch noch damaged. Nee. Den nehmen wir nicht. So. Mal hier eben rein. Obwohl, das war jetzt ein bisschen blöd. Erst die beiden Zelte da vorne. So, hier ist nichts. Ich bin etwas ruhiger, um nicht zu verpassen, also nichts zu überhören. Weil das natürlich ein begehrter Platz ist hier. Und ich nicht vorhabe, in jeder Folge zu verrecken. So. In dem Zelt waren wir. Aber in dem noch nicht. So, ich hätte gerne ein paar von den Streifen für die SKS.
Und natürlich, wie gesagt, den grünen Rucksack und ein bisschen mehr Munition. Da liegt, glaube ich, nichts. Das ist eine schädrige Batterie, die brauchen wir auch nicht. So, jetzt gehen wir in die Mitte. Na, die Streifen sieht man nämlich auch nicht sonderlich gut. Das sind, glaube ich, diese blöden, jetzt gucke ich mal, genau, das sind die Magazine für die Amphibier, wo ich keins von gefunden habe, als wir unsere Amphibier-Runde gemacht haben. Okay, hier waren wir dann. Das war nur eine Batterie. Ja, was mich mal interessieren würde, was wir als nächstes, nachdem wir uns ausgerüstet haben, machen wollen. Also da bin ich wieder ja, so ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Wo wir hin wollen, was wir uns angucken wollen. Was wir einfach mal ausprobieren wollen. Ah, die Streifen sind aber auch. Na, was war das? Ah, schwer zu bekommen. Also da würde ich euch bitten, einfach mal in die Comments zu posten, worauf ihr Lust habt. So, wie sieht meine Weste aus? Die ist noch in Ordnung. So, hiernach bewegen wir uns dann rüber Richtung Airfield. Ich meine, in den beiden Zelten waren wir schon drin, aber sicher bin ich jetzt nicht. Ah, doch. Ja, da liegt 9 mm. Ja, waren wir schon drin. Okay, dann laufen wir rüber zum Airfield. Da noch mal nach dem rechten, vielleicht finden wir da ja noch ein bisschen Munition oder ein paar von den SKS-Streifen.
Was ich auch noch brauche, halt wie gesagt den grünen Rucksack, aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. So, die Tür scheint noch zu sein. Aber nur sehr wenig Zombies. Das ist immer kein gutes Zeichen. So, bis hierhin haben wir schon mal geschafft. Der sieht auch schon verranzt aus. Ja. Wenn es irgend geht, versuche ich immer nicht badly damaged Zeug zu nehmen. Weil dann gibt es da noch einen Schlag drauf und schon ist das ganze Zeug innen drin im Eimer. Das wäre sehr ärgerlich. So, hier haben wir Munition noch. Den nehmen wir natürlich mit. Jetzt sind wir schon voll, das ist blöd. Okay, wir haben eine Getränkeflasche. Dann tauschen wir das mal aus. So, schnell zu dem Tower. Bisschen Zickzack laufen. In der Zeit, bevor ich aufgenommen habe, hat mich hier mein Sniper erlegt. Auf diesem Teilstück. So, da steht ein Zombie. Hinter uns ist frei. Dann laufen wir direkt durch, hoch und dann können wir ihn auch im Gebäude erledigen. Bis jetzt hat er uns nicht bemerkt. So. Entschuldigung. So, einmal rundum blicken hier. Da liegt ein Rucksack in Tarnorange. Ah, es hilft nicht. Ich brauche den Platz. So, ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt, aber dafür fallen wir natürlich auch in der freien Natur auf.
So, jetzt rüber. Die nehmen wir uns auch lieber im Hangar vor, wenn sie überhaupt kommt. Ne, es ist das Modell Pfosten. Kriegt es nicht so richtig mit, dass ich hier lang laufe. Das ist ja wunderbar. Ah, hier sieht es aber schon. Kugel zu viel. Endlos haben wir ja noch nicht. Oh, da liegen. Jetzt hat sie es auch mitgekriegt. Da lagen noch eben Kugeln. Da. So, ab in den nächsten Hangar. Jetzt müssen wir noch mehr aufpassen. Durch unser Rumgeballer machen wir natürlich auch auf uns aufmerksam. Und die SKS hört man im Gegensatz zur Sporter natürlich ewig weit. Ja, die geht eh nicht dran. Geht nur an die M4 und an die Mosin. So, aber so im Großen und Ganzen sind wir schon wieder ganz gut dabei. Ach, Moment. Wir haben ja jetzt Platz. Dann können wir den Mampf auch mitnehmen. Was ich noch nicht habe, ist ein Dosenöffner. Die sind manchmal echt schwer zu finden. Da liegt nur ein Getränk rum. Das ist schon mal komisch. Unten krakeelt schon wieder ein Zombie. Na, hier liegt auch nichts. Na, haben wir den erwischt? Sieht so aus, der liegt wohl jetzt irgendwo im Beton. So, hier noch schnell rein. Okay, hier haben wir auch nichts. Und ja, für eine schnelle Ausrüstrunde für heute ist es dann genug. Ja, wem es Spaß gemacht hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen, Video teilen, Kommentare schreiben, was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich dann einen grünen Rucksack schon habe und wir dann aufgrund eurer Comments, um die ich euch ja gebeten habe, wissen, was wir als nächstes machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.